Kennt ihr das auch? Ihr kommt morgens in die Küche und habt euch voll aufs Frühstück gefreut und dann ist leider das Brot alle. Wenn ihr Mehl zu Hause habt und Hefe und noch ein paar andere Sachen, dann könnt ihr super schnell ein tolles Vollkornbrot machen. Und wie das geht, zeige ich euch jetzt gleich. Erstmal brauchen wir die Zutaten. Zuerst brauchen wir die Zutaten. Ihr braucht einen halben Liter Wasser, ein Päckchen Trockenhefe, ein Teelöffel Rübensirup, Honig oder Ahornsirup. Mit Ahornsirup und Rübensirup ist es vegan, mit Honig natürlich nicht. Ein Esslöffel Essig, ein Teelöffel Salz, ein Esslöffel Gewürz, Brotgewürz oder was immer ihr wollt. Ihr könnt auch indische Gewürzmischungen nehmen oder einfach worauf ihr Lust habt. Eine Tasse Samen und/oder Nüsse. Ich nehme heute mal Sesam, habe ich nämlich noch. Und Kürbiskerne und Sonnenblumenkerne. Und dann 500 Gramm Vollkornmehl, Weizenvollkornmehl oder Weizenvollkornmehl gemischt mit anderem Dinkel, Buchweizen oder was immer euch einfällt. Bloß nicht Roggen, weil Roggen funktioniert nur mit Sauerteig und nicht mit Hefe. Das war schon an den Zutaten. Ansonsten braucht ihr noch eine große Schüssel, was zum Rühren und eine Kastenbackform mit Backpapier ausgelegt am besten. Bei mir ist es heute ziemlich viel, weil ich dachte, ich mache gleich zwei, wenn ich den Ofen schon anstelle, die doppelte Menge also. Und gleich legen wir los. Das Tolle an dem Brot ist, dass es ganz einfach ist und dass es auch super schnell geht. Also ihr braucht nur eine gute Stunde dafür. Das ist ziemlich praktisch. So, wir fangen an. Also zuerst die Trockenhefe in die Schüssel. Dazu dann das, was ihr als Süßes genommen habt. Ich habe heute Rübenkraut genommen, das ist ja regional, vegan und überhaupt super. Gibt es in jedem Supermarkt natürlich auch Bioladen. Dazu kommt dann das Wasser. Ich rühre das mit einem kleinen Schneebesen, man kann es aber auch einfach mit einem Löffel machen. Das Brot wird nicht geknetet, es wird überhaupt immer nur gerührt. Das ist auch, der Teig ist ziemlich feucht, aber das macht nichts. So, wenn das verrührt ist, kommt dann dazu der Esslöffel Essig. Dann kommen dazu die Nüsse, Samen, was immer ihr habt. Schon mal rühren. Achtung, wenn ihr Chia nehmt, das quillt total, da muss man ziemlich schnell sein. Dann kommt das Salz dazu. Dann Gewürz. Ich habe das klassische Brotgewürz genommen. Fenchel, Kümmel, Koriander, Anis. Kann man übrigens auch aus dem Teebeutel nehmen. Ich mische das immer. Und dann ist es auch schon gleich fertig, der Teig. Jetzt kommt das Mehl dazu. Und immer schön mit dem Löffel rühren. So. Alles drin. Jetzt rühre ich. Wie gesagt, man braucht da keinen Mixer dazu. Man braucht es auch nicht kneten, sondern einfach nur schön verrühren. So, ich brauche einen kleinen Moment, wenn ich ja wie gesagt die doppelte Menge habe. Und für mich ist es aber so manchmal ist es so, dann wird der Teig ein bisschen zu fest, je nachdem, was ihr für Samen benutzt. Dann kann man auch noch ein bisschen Wasser dran machen. Also der Teig sollte weich sein. Also er muss jetzt nicht fließen, aber nicht so, wie wenn man klassisch Brot knetet, sondern wirklich echt weich. So, nun ist er auch schon fertig. Jetzt gebe ich den in die Form. Eins hier, schwupp, und eins da, schwupp. Das Papier ist immer so eine Sache. Gerne klebt das. Ich mache das mal so ran. Und dann zieht man das einfach ein bisschen hoch. Dann zieht man es auch hoch. Das kann durch Platz oben sein, weil das hier aufgeht, das ist ehrlich gesagt zu viel. Auch nicht richtig verrührt. Das geht einfach hier rüber. So.
dann glatt streichen und glatt streichen, noch glatt streichen. So. Es kann ruhig platt sein, also nicht ganz voll machen die Form. Wird es aber sowieso nicht mit der Menge. Dann nehme ich noch Wasser und schneide einfach oben so einen Schlitz rein, damit das dann da aufgeht. So, und dann stelle ich auch in den Ofen. Der Ofen ist kalt, wenn man es reinstellt. Und dann heize ich den Ofen auf 180 Grad. Ich nehme Umluft, also ich nehme mal 175. Jetzt muss der eine Stunde im Ofen, muss das eine Stunde im Ofen bleiben und danach ist es fertig und das zeige ich euch dann. So, die Stunde ist um, wir wollen mal schauen. Die Brote sind hier. Ich nehme die jetzt gleich mal raus und dann sehen wir weiter. Fühlen sich gut an. Oben ist es knusprig, unten ist es dann noch ein bisschen weich, aber ihr könnt es einfach rausnehmen. Eigentlich muss man es ein bisschen ruhen lassen, bevor man es anschneidet, aber ich will es jetzt gleich mal zeigen. Von daher mache ich das auch. So. Also, ihr seht, das Brot ist sehr schön geworden. Und gleich schneide ich das mal an. So, jetzt schneide ich das Brot mal an. Es ist noch sehr frisch, von daher muss man vorsichtig sein. Es ist auch innen noch ein bisschen feucht. Vielleicht wären 5 oder 10 Minuten besser gewesen. Das könnt ihr dann probieren. Wenn ihr merkt, tut ihr es einfach wieder rein. So, das Brot ist nun fertig. Und wir wünschen euch guten Appetit und viel Spaß beim Nachbacken. Alles Liebe und bleibt gesund. Tschüss!